Also jetzt doch, Lockdown 2. Also ich habe mir vorgenommen, nicht politisch zu werden, aber ich muss euch sagen, ihr Lieben, ich bin stocksauer, weil für meine Begriffe war ganz klar, wo die Infektionsherde liegen. Und anstatt mit der Exekutive bei Privatpartys und Swingerpartys und weiß der Geier was alles durchzugreifen, hat man gewartet, nur Strategie sich zurechtgelegt und jetzt das. Dazu kommt natürlich, dass die Fitnessbranche durch die Eigenart des Geschäftsmodells mit den sogenannten Dauerschuldverhältnissen, die Rahmenbedingungen natürlich für all diese Corona-Hilfen einfach nicht erfüllt. Und aus dem Grund kriegt die Branche aus all diesen hoch angepriesenen Summen erstmal gar nichts. Ja, aber ich will jetzt hier nicht jammern. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, weil danach knirschen nur die Zähne und wir werden versuchen, wieder mal genau das zu tun wie beim ersten Lockdown in der Hoffnung, was ich persönlich aber stark bezweifle, dass die Zahlen innerhalb von einem Monat nach unten gehen. Aber nichtsdestotrotz, wir denken positiv, wir glauben, es dauert nur bis zum 30. November. Die Therabänder für euch sind wiederum bestellt. Wir melden uns bei euch, wenn diese eingetroffen sind, dann werden wir sie euch wieder verteilen. Wir werden genauso Kurse auf unserem YouTube-Channel hochladen, damit ihr zu Hause schön fit und gesund bleibt und euch bewegt. Wir bitten euch, sofern noch nicht geschehen, uns die E-Mail-Adressen zukommen zu lassen auf info@studio53.de. Wir versuchen die Kommunikation mit euch über E-Mails und über den YouTube-Channel aufrechtzuerhalten. Einige Kurse, wie zum Beispiel Margits-Kurse oder Pilates-Kurse mit Maria, mit Marsha, das müssen wir noch klären, werden wir wieder aufnehmen und online zur Verfügung stellen. Gleichwohl aber überlegen wir uns mit euch, damit man sich sieht, damit man auch ein bisschen quatschen kann. Ja, und dann hoffentlich während eines Kurses nicht zu viel reingequatscht, weil da kann man euch immer noch abschalten. Aber dass wir zu den gewohnten Zeiten, wo ihr sowieso den einen oder anderen Kurs macht, diesen Kurs auch per Zoom-Meeting euch zur Verfügung stellen. Die Informationen, Zoom-Meeting-ID, eventuell ein Passwort, wenn wir es dann so definieren oder sein muss, teilen wir dann euch rechtzeitig mit. Wir werden nach wie vor, genau wie im ersten Lockdown, unsere Geräte euch ausleihen. Bitte, bitte nicht direkt montagmorgens hier reinstürmen, weil montags um 10 haben wir erstmal eine Krisensitzung mit den Mitarbeitern. Mal schauen, wer was, warum und wie macht. Wir versuchen, auch wenn es nicht unbedingt jedem Spaß macht, mal einige Überstunden oder einige Resturlaubstage in diesen 4 Wochen, wenn es schon so ist, abzufeiern. Im ersten Lockdown ging das nicht, weil die Mitarbeiter wollten das natürlich nicht, weil die wollten eher im Sommer oder im Herbst Urlaub machen und nicht direkt schon verurteilt zu werden, dass sie jetzt im März oder April in einen sogenannten Zwangsurlaub gehen. Das haben wir respektiert. Und diesmal, weil wir hoffen natürlich, dass im Dezember, Januar, Februar, März es natürlich mal vernünftig weitergeht, dass wir
dann diese Zeiten jetzt, wenn schon sein muss, in diesem Lockdown schlagartig und auf einmal alle abarbeiten. Laut Reha-Sportverband Deutschland ist zurzeit die Situation natürlich mit den Reha-Sportkursen anders. Reha-Sportkurse geschehen auf einer ärztlichen Verordnung hin. Und wir, die Anbieter von Rehabilitationssport, haben natürlich den Auftrag der Sozialversicherungen, diese auch auszuführen. Unsere Positionspapiere sind bei den Gesundheitsämtern eingereicht. Jedes Gesundheitsamt urteilt natürlich anders. Und aufgrund der Corona-Schutzverordnung des Bundeslandes darf jedes Gesundheitsamt vor Ort so oder so entscheiden. Wir bereiten erstmal am Montag in der Krisensitzung diese Kurse vor. Diese Kurse werden wir wahrscheinlich konzentriert auf 2 Tage zusammenschieben. Und zwar die Überlegung ist, ein Kurs, dann eine volle Stunde Pause, verteilt auf die 3 Umkleiden, damit präferenziell jeder eine Umkleide oder eine Dusche für sich selber hat, um dort nach wie vor die Hygieneregeln und Abstandsregelungen und so weiter und so fort einhalten zu können. Und dann nach der Stunde Pause wieder ein weiterer Kurs und so weiter und so fort. Wir hoffen, dass man uns das nicht verbietet. Wenn ja, dann müssen wir uns dem natürlich auch beugen und dann werden wir das leider auch nicht tun können. Mich persönlich ärgert das, weil wir haben im Verband eine Statistik des amerikanischen Verbandes IRSA bekommen und die CDC in Amerika hat 9,8 Millionen Check-ins in Fitnessclubs über die 5 Monate analysiert. Und die haben eine Inzidenzrate bei 9,8 Millionen Personen, die 2 bis 3 Mal in den Fitnessclub gingen und auch anderswohin. Und die haben eine Inzidenzrate von 0,78 gehabt. Bedeutet, dass bei 9,8 Millionen Menschen, mag sein, dass der eine oder andere sich im Fitnessclub angesteckt hat, aber selbst dann in der Summe, ob sie dann noch sich in den Baumärkten oder auf Partys angesteckt haben, war diese Zahl bei 0,78. Also Ähnliches haben wir aus Norwegen, eine Studie, oder aus England. Und es steht eindeutig fest, dass in den gesundheitsorientierten Fitnessclubs die Leute eher etwas für ihre Gesundheit tun und dass diese Clubs nicht als Infektionsherde fungieren. Wir unsererseits haben hier im Studio analysiert, wir haben nach dem Lockdown und bis gestern 18.700 Zutritte gehabt von unseren Mitgliedern. Wenn ich jetzt die Zeiten einschränke, dann haben wir morgens zwischen 7 und mittags 13 Uhr etwas über 10.000 gehabt. Und das bedeutet, dass wir von Montag bis Freitag ist gemeint, 85 Personen im Durchschnitt im Club haben, mal 5 mehr, mal weniger, bei einem Durchschnittsalter über 70. Das bedeutet, die hochgradig Gefährdeten, die kamen 5,5 Monate regelmäßig zu ihrem Sport und uns ist kein einziger Fall bekannt, dass irgendeiner aus dieser Kategorie sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Deswegen ist für mich auch als Verbandsvorstand diese Entscheidung mehr als traurig. Wie gesagt, wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir kommen wieder zu Hause in euren Wohnzimmern mit unseren Kursen. Wir verleihen euch wieder die Geräte, das soll, schätze ich so, ab Montag Nachmittag und dann täglich zwischen 10 und 18 Uhr stattfinden.
dann sind wir eh hier entweder für Fortbildungen oder für Aufräumen, zum Reparieren, zum Machen, zum was auch immer. Ja, und alles andere später. Drückt uns die Daumen, dass am 30. November tatsächlich dieser Wahnsinn aufhört. Wir drücken euch allen die Daumen, bleibt gesund, lasst euch nicht anstecken und wir bleiben mit euch in Kontakt. Dankeschön.